Ich habe einen Fehler gemacht. Das, es tut mir wirklich leid. Das, es war nicht meine Absicht. Eventuell habe ich in meiner letzten Episode von eure Schätze erwähnt, dass es die letzte bis zu Ende des Jahres ist sozusagen. Aber eigentlich habe ich euch damit nur belogen. Es ist, tut mir wirklich leid, aber da ist noch was. Nämlich der Dave hat mir nämlich was schon geschickt gehabt. Und ich habe das irgendwie auf Twitter verpeilt. Also ich habe es bekommen, ich habe auch gewusst, dass es da ist, ich habe es nur vergessen und nicht abgespeichert. Und deswegen dachte ich, dass es vorbei ist, aber es ist nicht vorbei. Ich habe jetzt leider keine Ukulele, die ich dabei spielen kann. Und einen Hund habe ich auch nicht, den ich euch zeigen kann. Aber ich habe zumindest ein weißes T-Shirt an, das ist schon mal viel wert, mal Unschuld und so. Und ähm, der ist auch ganz süß, oder? Guck mal, das ist das fast wie ein Hund. Könnt ihr mir nochmal verzeihen? Okay, gut. So, dann würde ich sagen, äh, guten Tag, verehrte Gäste der so Manga. Wir machen nochmal eure Schätze. Nämlich der Dave hat nämlich Zeugs noch gehabt. Und das schauen wir uns jetzt an, oder? Würde ich sagen, legen wir direkt los. Machen wir gar nicht lang rum. Zack. So. Jetzt ist es so, ich habe jetzt schon ein anderes Video quasi gesehen, gehabt, aufgenommen, getoten tun. Und da habe ich das zum Beispiel auch schon gesehen. Und ich finde das nach wie vor <laughs> eine ziemlich geile Edition. Das sieht super cool aus. Das ist Reda, The Fantastic Adventure of Yoko. Und heißt das nicht sowas wie Reda no, bo no boke no Yoko? Oder? Nee, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Das war was anderes. Also ich verwechselt es gerade. Da gab es noch so ein Ding. Mit so einer äh, Abenteurerin, mit einem Schwert und dem Bikini-Anzug. Das ist, äh, da gab es noch ein anderes Ding. Ich glaube, ich wechsle das gerade. Egal. Auf jeden Fall, das ist äh, der Anime dazu. Der ist, äh, das ist die japanische Variante. Äh, weil wir das so, glaube ich, nie gekriegt haben und wahrscheinlich auch kriegen werden. Aber, wenn man da mal so reinzoomt, also so gut es geht, weil die, die Kameraauflösung ist jetzt okay, sage ich mal. Man erkennt es auf jeden Fall. Äh, das Artwork sieht ziemlich fantastisch aus. Also, oh, ich muss aufhören. Es, es tut mir leid, wenn ich manchmal so komplett ins, ins Ohr pfeife. Ich habe ich hab einen dämlichen Sprachfehler. Dass ich, dass ich manchmal... Mach. U un unfreiwillig. Ich will das gar nicht. Ich möchte das gar nicht. Aber dann müsste ich die ganze Zeit so reden, damit ich das nicht tue. Und da habe ich gar keine Lust drauf. Ähm. Wo wäre denn da die saloppe Art vom René aus der Maison Manga? Wo wäre denn... Wo, das machen wir doch auch nicht. Also, aber ja, es tut mir trotzdem leid. Ich versuche, ich versuche es, so, so gut es geht, zu vermeiden. Aber manchmal kommt ein Pfiff raus. Fridolin Pfiff, oder wie der hieß. So. Ja, das sieht auf jeden Fall cool aus. Das ist auch eine sehr schöne Box. Also, sind wir ehrlich, die meiste Zeit sind die Japaner, was... Boxsets, was Zusatz, Bonusmaterial und so angeht, da, also ganz oben an der Spitze. Weshalb ich nie so ganz verstehe, dass wenn wir die, also wenn wir das Zeug quasi lizenzieren und wir bekommen das, warum wir das nicht auch einfach haben. Ich verstehe das manchmal nicht. Warum es dann bei uns heißt, ja, zehn Postkarten. Und die Credits, da, 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 in, in den Credits, also in den, in den Opening und Endings, äh, machen wir die Credits raus, nur ne, für euch. Weil ich denke mir nur so, wow, wow, das ist so insane. Und die Postkarten, wow, damit macht man ja so viel. Also, es ist so, es ist so viel geiler einfach. Naja, egal, machen wir mal weiter. Oh, uh, das ist, das ist ein Anime, meine Freunde, das ist ein Anime. Den habe ich so hart auf der Uhr, weil äh, Dream, Dream Hunter Rem ist, ähm, ist ist größer als man denkt. Da gibt es äh, da gibt es ein Videospiel, da gibt es äh, ein, eine oder mehrere sogar OVAs, da gibt es Filme, da gibt es eine TV Serie, irgendwie sowas. Das ist größer als man denkt. Das ist viel, viel größer als man denkt. Und irgendwie muss ich das mal, muss ich mir das mal geben. Irgendwann, eines Tages. Ich, ich muss mir das eines Tages mal geben. Das ist, glaube ich, so, das, genau, das ist so diese Ära, äh, wo wir äh, quasi so ein bisschen Magical Girl Mix. Fighting Sword Women oder sowas hatten. Und dann hier die bösen Dämonen als Gegner und wahrscheinlich wieder irgendeine coole böse Organisation und tote Schülerinnen. Warum nicht? Pseudo-Godzilla. Alles am Start. Natürlich, natürlich dürfen, natürlich dürfen Maskottchen nicht fehlen. Und das Lustige ist, das hier sieht noch sehr japanisch aus. Ne? Hier muss ich sagen, also. Wenn ich es wenn jetzt nicht wüsste, das, das könnte auch... es könnte auch irgendein Vieh aus Pfeifel der Mauswanderer sein oder sowas. Ich finde, das hat weniger... Na ja gut, ja, okay, wenn man wenn jetzt genau hinguckt, dann... Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Also, so ein bisschen... Das sieht ein bisschen mehr japanisch aus als das, aber das liegt wahrscheinlich nur gerade an dieser Zeichnung hier. Äh, interessant ist, dass man hier diese komischen Maskottchen-Dinger gar nicht sieht, aber die mussten natürlich hier das Cover verunstalten. Naja. Ja, das, das will ich auf jeden Fall mal eines Tages. Eines Tages will ich mir das mal, mich das mir, mir mal anschauen. Und mal gucken, ob ich dazu irgendwas machen kann. Weil ich finde das, find das manchmal so faszinierend, weil gerade in der Zeit, wo das rauskam, dieses ganze Ding, ähm, wo lange Serien, wo es eigentlich nur ein Mittelding gab. Also es gab entweder diese OVAs am laufenden Band, die eins bis drei Episoden hatten. Und. Dann in sich abgeschlossene Geschichten waren, mehr oder minder. Oder es gab halt Filme, klar, offensichtlich. Oder es gab Serien, die arschlang waren, aber dann meistens eher so Slice of Life oder Magical Girl oder sowas in der Richtung mit so einem Pokémon-Prinzip, wie ich es immer sage: dieses Monster of the Week oder Enemy of the Week, so nach dem Motto, jede Woche eine neue Episode, neuer Gegner, der wird besiegt und ist immer wieder das Gleiche. Sowas in der Richtung. Aber so dieses, dieses Aufbauen von der Franchise, so hier die OVAs, da ein Film dazu, da die Serie, da ein ero part dazu, so ein ero anime part dazu noch in der OVA gepackt, das ist so, das ist so faszinierend, finde ich einfach. Für die Zeit. Weil das war nicht, das ist ja heute. Mehr gang und gebe, als es damals der Fall war. Wie gesagt, weil damals war eher so diese OVAs einfach. Da waren ja auch OVAs dabei, aber da war halt noch so viel mehr, was danach halt dazu kam. Das finde ich interessant. Gut, kann natürlich sein, dass das nicht alles in den gleichen in der gleichen Ära abgespielt hat und dann erst im Nachhinein die TV-Serie kam Jahre später und so weiter. Das ist natürlich klar, aber trotzdem ist es irgendwie interessant. Ja. So, dann haben wir hier das habe ich auch schon gesehen. Also in dem anderen äh, Reaction-Video. Äh, die OVA Complete Collection von Pioneer. The Demonic Beast Front. Jotomate. Da. Ist das ein japanisches Unternehmen? Ich, ich weiß, es ist so, so, so diese alte Ära. Ich, ich bin da nicht drin. Ich habe damals ein paar Sachen gehabt, gerade auf Englisch oder sowas. Und, also so DVDs. Und da stand oftmals Pioneer. Und ich dachte immer, das wäre ein englischer Verlag oder, oder Publisher oder sowas. Jetzt, jetzt wollt ihr mir sagen, das ist eigentlich ein japanischer Publisher? Und der stand deswegen dabei, weil das ist hier alles auf Japanisch. Also das wird jetzt nicht, das, das wird jetzt nicht, äh, irgendwas anderes sein. Ha! Wieder was gelernt. Ja, im Anime Game bin ich äh, ehrlich gesagt und da, das, das ist, das da habe ich auch gar keine Scham, das zuzugeben, relativ dumm. <laughs> relativ dumm, weil ich halt mich komplett auf Manga äh, fokussiert habe und Anime habe ich halt immer mal wieder so geguckt, aber auch auch sowas, was Regisseure oder sonst was in diese Richtung angeht. Äh, da bin ich komplett raus, ne? Da sind ja manche so richtig drin und äh, mit hier ihrem Sakuka-Wissen. Und das ist, also sind alles so Sachen, wo komplett an mir vorbeiging. Genauso wie auch Seius, ne? Also ich kann euch. Uh. Aya <laughs> ah ja, Hirano kann ich euch nennen. Dann, dann kann ich euch noch äh, Kobayashi nennen. Der den. den den anderen Vornamen, den weiß ich jetzt gerade nicht. Und dann Camilla, glaube ich, ne? der, der äh, hier Bakumonogatari links gesprochen hat. Es ist aber, das ist schon hart erbärmlich und da würden viele Leute sofort den Vornamen wissen und könnten euch sich Namen nennen und äh, der Adaragi äh, hat er äh, gesprochen Kamia irgendwas ja und diese Kobayashi irgendwas hat äh, Kaede aus äh, Sayona, Sayona, Sayonara Sayonara sensei gesprochen die Blonde ja, ja. und äh, und natürlich na Sus Susumia Harui äh, Konata aus äh, Lucky Star. Ja. Ja, ja äh, bin ich wahnsinnig äh, <laughs> involviert drin. So, dann haben wir hier äh, dann haben wir hier ähm, Oh, warte mal. <laughs> shit 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 shit. shit, shit. Welcher, welcher, welcher war das nochmal? Also, das ist auf jeden Fall Yojimanabe, klar. Das sieht man am Arztteil. Sehr geil. Um, welcher war das nochmal? Mensch, nicht Unicorn, oder? Das, da, also das hat er, glaube ich, auch gehabt. Irgendwie sowas, was in die Richtung irgendwas Korn heißt. Ähm, Ja, ich also eine Sache muss man sagen. Diese Art von Charakter, die er hier gezeichnet hat. Es könnte, es könnte tatsächlich der Raccoon sein, oder? Es ist schon so lange her, dass ich das konsumiert habe. Deswegen ist es für mich so ein bisschen verblasst. Mein Problem mit Mana-Bewerken ist die Tatsache, dass ich das sehr, sehr, sehr jung konsumiert habe. Und da. Einfach so die Gedanken nicht mehr so frisch. Aber das, das hier sieht, da, da, ich, ich glaube, hier so in die Richtung sieht auch ein Cover von dieser OVA aus, die irgendwas Unicorn heißt oder sowas. Nicht Unicorn, nicht Einhorn. Irgend, irgendwas in diese Richtung. Ich, egal, ich komme nicht drauf. Das könnte äh, tatsächlich äh, legit Dracoon sein. Wenn ich so drüber nachdenke. Das würde passen. Aber hier bin ich ein bisschen lost. Aber wie gesagt, hier auch der Arzt. Hä, ja, wobei? Warte mal. Nee, das ist nicht der gleiche Charakter. Nee, ist es nicht. Aber hat auch zwei Drachenhörner. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann dazu nichts sagen. Machen wir weiter. So. Ja, das, ah, das ist natürlich. Das ist natürlich. Ne, da, da, da guckt jemand äh, Peak an. Wie hast du das geschafft, dass was? Wie hast du das geschafft, dass hier schwarz ist? Okay, das, das, das finde ich gerade faszinierend, wie, wie egal. Habe ich jemals ein Video angefangen, das komplett schwarz war, aber schon dieser Banner da drin war? Dann war es ein Fehler, aber m, passt ja ganz gut zum ja, keine Ahnung, das ist irritierend für mich gerade. So, hier haben wir jede Menge Gundam, wie es aussieht. Da haben wir Turner Gundam, dann haben wir äh, den äh, Mobile Suit Gundam, die Trilogie. Äh, dann haben wir den äh, Mobile Suit Gundam, die die, die Origin äh, 1 bis 4 und die Origin äh, 5 bis 6 huh, Was? Was? Okay, hä, was? Da sind vier drauf und da nur zwei? Interessant. Dann haben wir Gundam 080. So, dann haben wir Mobile Suit Gundam, kann ich nicht lesen, mast fahren, was? Sorry, kann ich, äh, da steht eine 08 und dann steht da Most, Mostram. Ja, keine Ahnung, das, das ist, dann haben wir M M Mrs. Iglu. Ja, das ist, äh, das ist die Frau von Captain Iglu. Ähm. <laughs> Tut mir leid, ich habe MS Iglu. Ist das noch Gundam? Ja, da steht Gundam, okay. Ah, das ist Thunderbolt. Ähm, das ist äh, korrekt. Nicht zu verwechseln mit dem Superheldenhund. Der hieß, glaube ich, auch so. Und eine Pokémon-Attacke tatsächlich. So, dann haben wir äh, wieder Mobile, äh, Gundam, äh, Mobile Suit Gundam 0083. Okay. Okay. Äh, und wo sind 0081 und 0082? Die hast du nicht, ne? Ja. So. <laughs> Mobile Suit Zeta Gundam. Okay. Ah, hier stehen die Episoden. Ich dachte gerade, hast du doppelt. Nee, nee. Okay, Mobile Suit Gundam. Ah, was? Steht hier, ne? Doppelzeit. Also. Dann haben wir Mobile Suit Gundam Chars Counter Attack. Das mache ich jetzt nicht. Äh, Mobile Suit äh, Gundam äh, Unicorn. <laughs> äh, und dann haben wir äh, Mobile Suit Gundam F. Vor Formel, Formel 91, stellt, stellt mir richtig geil vor, so, so, so Gundam-Mechas, äh, quasi, also quasi dieses klassische Formel 1, äh, die, Formel 1-Rennstrecke und einfach Gundams, jetzt spucke ich schon vor lauter Freude, äh, Gundams auf so, auf so, auf so, äh, diesen Rädern aber, äh, und die werden dann, kommen dann abends in die Box und werden dann frisch getunt und so und es sind diese riesigen Roboter, die aber einfach nur auf dieser Straße entlang und so, wie, wie so, fast schon wie Rollschuhe dann fahren, es wäre, ich glaube, das habe ich sogar irgendwo mal gesehen, das ist wie so eine Art Wettrennen, aber das machen die dann mit Meckers oder so, in irgendeinem Anime habe ich das schon mal gesehen oder in einem, in einem Trailer oder sowas. Das Habe ich schon mal gesehen. Dann nutzen die diese Rei Räder genau. Dann nutzen die, die Räder, glaube ich, wie so Rollschuhe. Macht ja auch Sinn, ne? Wenn du ein Gundam bist. Und da haben wir Gundam V, wie Vendetta. Eins und zwei. Ja nice. Dann haben wir hier noch mal äh, Gundam äh, Counter Attack. Oh, das ist. Ah, oh, warte, warte. Die, die kenne ich hier. Das ist diese. Ja, ja, ja. Da habe ich mal eine OVA von äh, äh, so bildtechnisch gesehen. Ich glaube, die lebt auf irgendeiner Insel oder so und wird dann... Keine Ahnung. Ich habe die gesehen und ein Flugzeug oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, ja. Das ist, glaube ich, ein klassischer Charakter. Ich weiß nur nicht, ob er ein Held oder ein Bösewicht ist. Keine es es, es wäre eigentlich mal an der Zeit, irgendwann mal auch Gandem nachzuholen. Äh, es ist eigentlich fast schon Pflicht, ne? Aber... Ja, mal schauen. Oh, und da The Man Who Created Gundam, das war dieser Manga, wo ich auch mal kurz interessiert war. Dann war der aber natürlich erstens, man sieht es an der Dicke und dadurch, dass es Englisch ist, nicht der günstigste, günstigste. Und vor allem, der war sofort schnell ausverkauft. Und dann hatte ich auch keine Lust mehr. Und das ist der äh, Mecha, den er, er zusammengebastelt hat. Es sieht halt schon gut aus, ne? Also. Bei mir sieht es bei weitem nicht so gut aus. So, im Hintergrund haben wir noch den Evercade-Controller und eine. Ist das eine Playstation? Das sieht ein bisschen aus wie eine Playstation 4-Controller. Stimmt, Monster Hunter. Nee, ist es nicht. Okay. Okay, also jede Menge Gundam. Dann haben wir hier Candy äh, von Monmon. Ein Artbook. Jetzt, ich muss halt ich hab's das letzte, ich habe es letztes Mal auch. schon, Ich will mich nicht wiederholen, weil das, das, ist ein bisschen das Problem, dadurch, dass ich hätte Dave's Sache ein bisschen vorher machen sollen. Gut, dann wäre darum wäre vielleicht die Reaction nicht ganz so lustig geworden. Also es ist ja, aber oftmals, wenn man dann halt seine Sammlung und so zeigt, dann sind halt oft Sachen drin, die man cool findet und deswegen sind die halt auch nochmal hier drin vertreten. Deswegen mache ich es ein bisschen kürzer. Aber Monmon äh, -Mon ist ein äh, Künstler, Mangaka, alles Mögliche. Und ähm, der Arzt da ist halt... Der der schreit halt übel nach... 80er, 90er. Eher, eher fast... Eher fast 90er. Anfang 90er zumindest. So in die Richtung. Das ist schon cool. Das gefällt mir. Es ist So was mag ich. So, hier kommt mein Albtraum. Toshio Maeda mit La Blue Girl. Das ist, das ist ein ziemlich äh, cooler Banner hier. Auf jeden Fall. Äh, der Manga... Der hat äh, Albträume bei mir äh, verursacht, weil ich den damals gekauft habe und habe gedacht, ach, den, den lese ich mal. Und dann habe ich da so ein paar Sachen sehr detailliert gesehen, wo ich mir gedacht habe: uh, 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 nicht, nicht meins. Nicht meins. Aber natürlich ist äh, Maeda trotzdem ein äh, Meister seiner, seiner seiner Klasse. Ah, guck mal, jetzt, hier bin ich. Guck mal, kennt ihr den? Kann ich gar nicht nachmachen, die hässlich Fresse. Was guckst du da für eine Scheiße? Mann, Mann, Mann. Guck lieber mehr so Manga. So. Oh, hier, guck mal. Das, das sowas ist halt aber auch cool, ne? Hier so eine... So eine, so eine Autogrammkarte. Äh, Shikishi. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Äh, Shikishi von äh, La Blue Girl mit äh, Maeda's Unterschrift. Hier nochmal ein Bild. Von Dave und, 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 und ihm. Also, und äh, hier... Äh, jeder sein. Das ist so cool, einfach. Das ist schön. Das freut mich, dass du den äh, dort getroffen hast. Das ist cool. Ich wollte auch äh, Ken Akamatsu treffen und dann habe ich einfach. Und ich habe es einfach verpennt. Verpeilt. Ich, ich finde es heute noch irgendwie ein bisschen ätzend, wenn ich dran denke. Aber. Ich kann dem auch nicht mehr so böse sein, weil ich bin, ich war ja schuld. Das war ja niemand anders, sondern ich war schuld. Ich, ich finde mich da ein bisschen kacke für, aber wenn man selber schuld ist, dann, dann geht's noch. <laughs> dann, dann, ist man, dann ist man nicht ganz so wütend. Äh, hier haben wir die DVD-Collection von, von La Blue Girl. Ich bin mir auch bis heute unsicher. Ich habe bestimmt damals als... Kind kann man fast sagen noch. Habe ich bestimmt im Internet mal die ein oder andere Szene von La Blue Girl gesehen, aber wenn du mich jetzt, wenn mir jetzt Szenen zeigen würdest, äh, und ich würde diesen Charakter jetzt hier nicht sofort sehen, dann hätte ich, glaube ich, müsste ich nicht, ob ich es erkennen würde, ehrlich gesagt. Äh, das ist. Oh, okay. Das ist quasi eine. Hm. Ja, was ist das jetzt für eine Sprache? Thailändisch oder sowas? Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall die Version. Und die englische äh, Version. Und zwar La Blue Girl Returns. Ja, cool. Cool, cool, cool. So. Oh, es geht noch weiter. Oh, es geht noch weiter. Hier, hier geht die Party ab. Das ist jetzt aber nicht alles La Blue Girl, ne? Nee, nee. Demon Beast. Also, es sind jetzt auch Ero-Anime hier, ne? Demon Beast Resurrection. Dann haben wir hier. Ich habe ich hab, hab Love hier gelesen und dann Tube. Was? Love Tube? Nee. Adventure. Adventure. Kia. Ah. Okay. Der, 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 der Nightmare Campus. Was hab ich da, was, was, was hab ich da gerade gesehen? Ich weiß es nicht. Die, die kniet auf dem Boden und im Hintergrund kommen Flügel raus und ich will es, ich ich will glaube ich, gar nicht wissen. Ähm, ich will, Demon Beast Resurrection, nochmal. Okay, dann haben wir, äh, äh, ich glaube, ich darf nicht so nah ran zoomen. Irgendwas, irgendwas, irgendwas. Okay, ja, erogramm. Es ist, wie gesagt, YouTube ist da ein bisschen speziell, deswegen lassen wir das mal. Entschuldigung, lassen wir das mal. Ja, dann haben wir jede Menge Urushihara. Da haben wir ähm, zwei Artbooks. Venus Illustrations, die habe ich auch. Das ist ein sehr schönes Artbook. Es ist halt einfach, der Mangaka ist, also, Urochihara ist Hammer. Also, ich meine, das ist einfach, das ist, wenn man allein dieses Artbook teilweise, ne, also gerade hier auch hier, Legend of Lemnia, Lemnia ist halt auch so ein Beispiel, finde ich. Und wo ich es am krassesten finde, ist, wenn du so die Waffen anguckst, die Schwerter, was für eine perverse Detailgrad diese Schwerter haben. Diese Waffen oder Rüstungsteile oder Stofffetzen und wie das dann immer so glänzt und unglaublich hoch auf Hochglanz gemacht ist, dann kann der halt auch noch. Das ist jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass Mangaka. Ist, finde ich, so ein Hit und Miss. Also, ich liebe natürlich, ne, ich liebe Manga. Ich liebe es schwarz-weiß. Für mich braucht es nicht bunt sein. Ich bin auch nicht der Größte. Also, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, oh nein, da ist keine Farbseite drin. I don't care. Das ist für mich nicht relevant. Ich finde auch sowieso halt die wenigsten und nur ein paar Mangaka können wirklich krass gut kolorieren. Das heißt, quasi ihre Werke bunt machen, sozusagen. Bei den Meisten ist es eher so, ja, sieht jetzt gut aus, kann man machen, aber es haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ne? Da ist zum Beispiel in dem Fall, es sind die gerade die westlichen comic wenn du so an DC, Marvel oder sonst was denkst, die sind da viel, viel ausgebildeter bzw. die talentierter, was das angeht. Da gefällt, da gefällt mir der Rest halt nicht. <laughs> das ist wieder was anderes. Aber kolorieren können die wie in der Eins. Vor allem gerade, wenn du, wenn du manche äh, Cover siehst. Ne? Die Cover manchmal von so DC-Marvel-Comics sind visuell von der Farbgebung her Hammer. es es interessiert mich leider nicht. Aber ich äh, respektiere, was ich da sehe. Und Plastic Little, Legend of Lemnia, das sieht... Das sieht so cool aus und ich glaube, hier bei Venus gibt es auch einige Artworks von äh, Lemnia und ich finde die Lemnia-Artworks, holy shit, sind so gut. Und das Interessante ist ja, ähm, Satoshi Uroshihara ist ja auch, ähm, ist ja auch Character designer für Videospiele. Das heißt, ähm, zum Beispiel bei einer ganz bekannten japanischen Reihe, die wir irgendwann mal haben wir die auf, also im Englischsprach, zumindest auf Englisch bekommen. Ich glaube sogar in, in Europa tatsächlich. Und zwar hört es auf. Kann man, glaube ich, digital kaufen? Auf der Sony Playstation oder auf der Switch Save, glaube ich sogar. Und zwar heißt die Reihe Growlancer. Und, und es gibt sogar noch eine Reihe, wo er auch mitgemacht hat. Das ist. Ich hätte mir das eigentlich schon mal geholt. Das Problem ist bloß die, die Art des Spiels. Das ist halt so ein bisschen so Fire Emblem-mäßig. Also dieses runden top down spiel sozusagen, wo du dann so in Felder bist und dann quasi deine Einheiten quasi bewegst und die, dann kommt der Gegner dran und bewegt seine Einheiten und man klopft sich auf der World Map oder in irgendeinem Dorf oder sowas. Das sieht schon alles cool aus und, und diese Artworks und Character Designs sind halt Hammer. Allein deswegen würde ich es gerne mal spielen aber diese Art von Spiele sind leider leider gar nichts für mich was super schade ist weil jedes Mal wenn ich diese Art von Spiele sehe gerade von, den, von in der aus der älteren Ära mein Gott die Character Designs ein, einfach nur ein Traum einfach nur ein Traum aber hier ja Growlancer unbedingt mal falls ihr das noch nicht kennt und ihr seid äh, Uruchiha Fans Growlancer äh, unbedingt mal Uh, unbedingt mal uh, eingeben und gucken. Das ist das ist geil. Und dann gab es noch irgendeinen Titel, der irgendwie Deutsch klingt. Oder beziehungsweise sogar einen deutschen irgendwie so einen deutschen Namen auf jeden Fall hat. Aber da komme ich jetzt nicht drauf. Nee, ich komme da jetzt nicht drauf. Egal. Aber da hat er auch mitgewirkt. So. Dann haben wir etwas, wo ich auch irgendwann mal alles besprechen möchte. Inklusive Manga- das sind nämlich alles, so viel ich das noch im Kopf habe. Die hier, genau, hier sieht man es nämlich auch. Ogureto hat hier nämlich den Manga Burn Up Access und W gemacht. Und das ist jetzt natürlich so, offensichtlich kann man sich denken, da drin passiert nicht wirklich viel. Das ist ein band den kann man sich, der ist gut, ne? Also wenn man Ogureto mag, ich liebe Ogureto, einer meiner absoluten Lieblings-Mangaka of all time. Ähm, ja, was soll man sagen? Wenn du den Arzt magst und die Art des Mangaka, dann, dann wird dir der Manga gefallen. Aber er ist ein bisschen älter, ne? Also er, ist, er hat andere Vibes. Es ist kein Tenjo Air Gear Vibes oder sowas, sondern das ist noch mal, noch mal älter. Aber eine Sache, die halt hier auffällt, ist, das ist halt nicht wirklich viel. Das ist ein Band, da passiert nicht wahnsinnig viel. Das ist eher so ein netter, wenn man den Mangaka mag und so ein bisschen die Manga-Zeichnung von dem mag. Jetzt ist es aber so, wenn mich mein Gehirn nicht komplett verlässt, ist es glaube ich so, dass für diese Burn-Up-Reihe generell, also Burn-Up W und Axis und das Original-Burn-Up und so weiter, und ich glaube, es gibt, sogar, es gibt sogar, glaube ich, hier und da sogar noch mehr, nur halt nur in Japan oder sowas. Das ist so, dass diese ganzen Character Designs, auch wenn man das nicht ganz mehr so wahrnimmt, weil es halt sehr animisiert ist, also Anime, also Anime ist immer noch mal ein bisschen der Style anders. Hier ist es so, dass äh, da glaube ich auch das Character Design ursprünglich Ogureto, Ogureito gemacht hat und ich bin mir aber nicht mehr zu 100% sicher, aber ich meine, dass der dahinter steckt für die Character Designs. Nur eben halt der 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 ich, ich weiß ich, ich kenne mich da nicht so aus. Der Typ, der dann quasi für die, für im Anime für die Animation für die für die Designs zuständig ist. Also es gibt immer so der Character Designer, der gibt so den Ton vor und dann gibt es der Typ, der für den Anime die Designs macht, sage ich mal. Um, und die sehen da nochmal ein bisschen anders aus. Ich mache mal einen Vergleich für die Leute, die es jetzt, ist, ist, ich weiß nicht, ob das was bringt, aber es gibt, äh, es gibt diesen äh, Amano, das ist ein äh, Künstler, der hat bisher eigentlich immer die Vorlagen für Final Fantasy Spiele gemacht. Also für die Charaktere, für die Welt, für Monster und so weiter. Aber halt in seinem Stil, in so einem, ja, so wie man so Edo. Periodenbilder kennt. Also, also nicht Periodenbilder. Nicht das, was ihr denkt, sondern ihr wisst, ne? Nicht, nicht diese, sondern die Bilder aus der Edo-Periode. So rum. Das, das klingt besser. Ähm, wie die halt so gezeichnet sind, diese klassischen Bilder. Und so hat er zeichnet, der halt komplett seinen Stil. Und so sehen halt die Charaktere später nie aus, aber immer so, so schemenhaft die Andeutungen, die kriegt man auch später noch in den endgültigen Character designs immer noch irgendwie mit, wenn man so das vergleicht. Aber der Prozess dazwischen ist halt doch mal riesig und dann sehen die doch noch mal, noch mal anders aus. Und das ist, glaube ich, hier so ein bisschen ähnlich der Fall. Aber ja. So, dann haben wir Dragon du Naito. Dann haben wir... Hm, warte mal. Ja, 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 genau. Dragon, äh, Dragon Knight ist ein... basiert auf einem Videospiel, auf einer Visual Novel. Ich weiß gar nicht, ob das spielerische Elemente hatte oder ob ich das jetzt gerade mit irgendwas verwechsle. Aber auf jeden Fall ist es eine äh, Ero-Visual Novel. Ein ero so wie man es äh, nennt. ero Und ähm, das wurde dann irgendwann mal äh, verfilmt in OVAs. Da bin ich mir jetzt unsicher. Also... Ist es das gleiche und das ist einfach nur die japanische Fassung oder wie, wie stelle ich mir das vor? Das, das irritiert mich jetzt ein bisschen. Aber ja, das dürfte auf jeden Fall der erste Teil sein. Genau. Und Dragon Knight Forever, wie jetzt der Name schon sagt, ist, der, ist Dragon Knight 4. Also das basiert auf dem Spiel Dragon Knight 4. Äh, und ist die andere Variante. Es gibt scheinbar keinen. Also die Teile davor haben keine Animation bekommen so habe ich das auch noch im Kopf so viele gab es gar nicht so viele Anime davon und ich weiß dass dieses hier ich meine allein schon also Dunkelelfen sind halt das ist noch mal ein anderes Kaliber ähm, hier kann ich weiß ich legit ähm, dass das damals in der Vox Night kam das vielleicht auch aber ich glaube das habe ich nicht mitgekriegt aber das habe ich damals auf Vox gesehen nur in der also trotz dass es nachzukommen ist und so, war es glaube ich aber nicht die Fassung die, ne, die 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 Originalfassung sozusagen, sondern so eine etwas zusammengestauchtere Fassung, wo naja wo man nicht so viel sieht. Aber legit kann man finde ich persönlich sagen, dass Dragon Knight Forever eine tatsächlich recht gute Story hat. Es ist unerwartet gut, also für das was es ist das, ohne das Spiel gespielt zu haben, ich fand es gut, also der 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 Twist, der da passiert, den fand ich damals für damalige He Verhältnisse richtig gut. Da kann ich mir noch, da werde ich mich glaube ich immer dran erinnern. Und der Typ hier, der ist den den fand ich auch einfach immer cool. Ja, so wie dazu. Oh, also das, 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 das bringt mich ja direkt in Verzweiflung. Sayonara setsubo sensei Season 1. Herrlich. Geil, geil, geil. Gott, Gott, ich muss auch mal irgendwann an die äh, Anime kommen von Sayonara setsubo sensei äh, Fantastischer Anime, by the way. Sehr Azifazi, sehr over the top. Sehr japanischer Humor. Sehr schnell. Man muss unglaublich schnell mitdenken. Man wird trotz dessen viele, viele Humor-Parts nicht verstehen, weil man schlicht und ergreifend einfach kein Japaner ist. Aber das ist vollkommen in Ordnung, weil der Anime oder die Animes sind ja mehrere Staffeln und OVAs und so weiter. Es sind großartig. Die sind speziell. Die sind interessant. Und das Krasse ist, da, die, du merkst diese, dieses Studio, diese Leute, die da gearbeitet haben an diesem Anime, das basiert ja auf dem Manga. Von dem äh, Mangaka. Äh, hier, wie heißt er nochmal? Äh, steht es vielleicht irgendwo hier? Ne, dann fällt mir der Name gerade nicht ein. Den haben wir auch eine Zeit lang auf Englisch gehabt bei Brokkoli Books. Äh, leider wurde der Manga aber dann eingestellt, weil Brokkoli Books nicht mehr existiert <laughs> im englischsprachigen Bereich. Äh, Wäre cool, wenn den eines Tages irgendjemand sich mal trauen würde zu. Auszuhauen, weil ich finde, meiner Ansicht nach, auch wenn man vielleicht das eine oder andere nicht versteht, gerade bei einem Manga kann man sehr gut nachlesen, bei einem Anime ist das mehr so. Und wenn man nicht den Fluss unterbrechen will, dann muss man ständig Pause drücken und nachgucken. So war das bei Yoshiraku zum Beispiel. Ähm bei seinem anderen Werk, wo er auch eine Anime-Verfilmung hat, die auch geil ist, aber halt, wie gesagt, alles sehr speziell. Da muss man schon, da muss man Anime, äh, Manga, äh, Japan, Entschuldigung, jetzt haben wir es, äh, Japan und die Kultur und so weiter, da, das muss man dann auch schon ein bisschen feiern. Weil sonst ist es ein Schnarchfest, wahrscheinlich für manche auch, weil sie dann sagen, oh, ich verstehe den Humor nicht, ich verstehe den Gag nicht, oh, langweilig. Ähm, kann ich aber absolut nachvollziehen, das ist nicht für jedermann und jede Frau. Aber, <laughs> Das, du merkst an diesem Studio so richtig, dass die da voll aufgegangen sind. Die haben da Sachen drin. Die haben teilweise den, den, den Hausmeister Sätze sprechen lassen für einen Charakter oder sowas. So Sachen. Die haben so absurde Dinge da gemacht mit diesem Studio. Und auch was der Artstyle, also die, die Art Direction angeht. Da gibt, es, da gibt es zum Beispiel eine wunderschöne Episode, die wird so ein bisschen mit Papier dargestellt, mit so Figuren. Dann gibt es, glaube ich, auch so eine Art Knet- Figur-Episode zum Beispiel. Und lauter so Sachen, also in den späteren Seasons, ich weiß jetzt nicht, ob es die erste, in der ersten. In den ersten glaube ich noch nicht, aber später dann. Also es ist der Hammer. Ich, ich kann nur, es ist absolut schwärmen über diesen Anime. Das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsanime of all time. Und Jo, es ist, es ist Hammer. Die Gags auch, ne? Die Stalkerin, die, 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 die für alle viel zu normal ist, obwohl es eigentlich was Gutes ist, in dem Fall normal zu sein, weil alle anderen komplett wahnsinnig sind, ähm, ist sie angepisst, dass sie immer als normal bezeichnet wird. Die Stalkerin, ähm, stalkt immer irgendjemand, irgendwelche Leute, die sie mag. Und äh, die, die, ähm, die, die englischsprachige aus, von Übersee äh, hat irgendwie äh, so eine multiple Persönlichkeit und fast schon eine Art, wie nennt man das nochmal, wenn man Leute äh, beleidigt? Ihr, ihr wisst, was ich meine, ne? Sowas in die Richtung, ist so einfach schon spontane Beleidigung und sowas. Und, und lauter so Sachen, das ist so, oh, das ist so gut. Das ist so gut. Ja, sorry, äh, viel, zu viel geschwärmt. Weiter geht's. Äh, lass mich kurz was trinken. <laughs> oh, ich sehe, oh, ich sehe was, wo ich dich direkt dafür beneide. Oh mein Gott, eines Tages will ich das auch mal haben. Ah. Oh Gott, das war jetzt so trinknötig. Das war so bitter nötig gerade. <laughs> ja, das ist der Hammer. Pass auf, folgendes. Also, erstmal, Devil Hunter Yoko. Perfect Collection. Hammer. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ihr damals mal meinen Podcast gehört habt zum Thema ähm, eBay und eBay-Verkäufer oder Amazon-Verkäufer. Irgendwie so habe ich es genannt. eBay-Verkäufer, glaube ich. Sind so eine Sache. Das ist die Kategorie oder die, das Format sind so eine Sache. Und da habe ich mal erklärt, meine Geschichte zu Devil Hunter Yoko. DVD in dieser Perfect Collection. Ähm, da war es dann so, ich habe die gekauft und dachte mir, hoch, die ist aber recht günstig und da ist alles drin und so. Und das ist ja der Hammer, weil äh, die normalerweise sehr, sehr teuer ist. Äh, und dann habe ich irgendwie es gekauft, das Geld überwiesen, blablabla. Und einen Tag später habe ich die Nachricht gekriegt, dass, äh, also, also ich überspitze es jetzt mal, aber im Grunde hat er das so bezeichnet, dass sein sehr fettes und schweres Kind, das wie vier, fünf Jahre alt ist, ähm, hat sich auf die DVD gesetzt und diese DVD ist dadurch kaputt gegangen. Also was das für ein, also was das für ein Godzilla-Ausmaße haben muss, auch was das, das Schwere angeht, dieses Baby, das ist der Hammer. Also es muss richtig fettes Kind gewesen sein. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, hieß es dann ja, sorry geht leider nicht. Und das ist halt natürlich Bullshit, weil der hat dann wahrscheinlich einfach bemerkt, uch, ähm, ich habe das unter Wert verkauft, weil da kann man ja viel mehr für bekommen. Und äh, hat es dann einfach quasi gesagt, oh, ist jetzt kaputt, ne? Kann ich hier echt nicht mehr schicken. Hier kriegst du wieder dein, deine paar 20 Euro oder so, äh, kriegst du zurück. Weil normalerweise hast du es teilweise, also ich weiß, diese Perfect Collection habe ich irgendwo mal für 120 Euro gesehen oder sowas. Und das war es mir dann nie wert. Aber Devil Hunter Yoko habe ich damals im Internet. Was? Was? Was hat er gesagt? Ich weiß nicht. Ähm, habe ich äh, mal geguckt und ich fand das damals eigentlich ganz cool. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, boah, das ist the... der ja, Bell. da, weil ich vom Hocker, aber es hat mir damals recht Spaß gemacht. Ich kann mich noch erinnern, da war auch irgendwas sehr seltsames dabei, gell? Da war doch irgendwie die letzte Episode war wie so eine Art, also wirklich wie so eine Art von den Originalstudio so eine Art AMV, also Anime Musikvideo, wo einfach das irgendwie so ein Main-Theme lief und dann im Hintergrund Szenen aus der ganzen OVA, von Anfang bis Ende, wo ich mir auch gedacht habe, warum? <laughs> das ist eine ernsthaft, ernsthafte Frage. Why? Das, das ist so ein seltsames Gimmick. Aber ja. So, dann haben wir hier natürlich Tenchi no, Tenchi no, Tenchi no Tamago. Ähm, Angels Egg oder wie man es auch immer übersetzen will, das Ei des Engel 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 Ei, ich ne, no Tamago. No Tamago, ich habe es vorhin gesagt, äh, hier äh, Amano, der äh, diese Charaktere gezeichnet hat oder die Vorskizzen für äh, Final Fantasy, der hat hier diese Charaktere entworfen und da haben sie sogar dessen Artstyle sehr stark übernommen. Hat er auch in einem anderen Anime Film noch gehabt, in so einem 1001 eine Nacht äh, Anime-Film. Äh, eher so ein Kunstfilm ist es, glaube ich, gewesen. Äh, da hat man auch seinen Arztteil mehr oder minder eins zu eins übernommen und hier auch. Und dieser Film, in diesem Film gibt es, glaube ich, zwei Sätze, die gesprochen werden. Ansonsten ist dieser Film ohne Sprache. Und dieser Film ist absolut Wahnsinn. Der ist. Der ist, der sucht seinesgleichen und findet es nicht. Das ist so ein einzigartiger Film, das ist der absolute Hammer. Ähm, ich, ich will den eines Tages mal so richtig hart. Meine Wahrnehmung und meine Vermutung und was weiß ich zu diesem Film offenbaren. Da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Eines Tages wird es passieren. Äh, sehr, sehr beneidenswert. Ich hätte den, hätte den auch gerne. Zumal das Schöne ist ja auch, du kannst dir die, einfach die japanische Version ja kaufen ähm, und da in deinem Blu-ray-Player legen, weil wie gesagt, diesen ein, die ein paar Sätze kannst du dir im Internet kurz raussuchen, was die sagen. Und dann ist, ähm, weißt du Bescheid, das sind zwei Sätze oder so, die die sagen und das war's. Also, ist, ansonsten kannst du das Ding einfach ganz normal, äh, du, das muss gar nicht lizenziert werden per se, sozusagen, weil, macht gar keinen Sinn. So, dann haben wir Amon, 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 e e Amon e am Arf, <laughs> das ist, äh, halt falsches, äh, falsches Hobby. Ähm, okay, sieht auch, sie erinnert ein bisschen an, erinnert schon wieder auch hier ein bisschen an äh, Devilman. Uh, uh, Battle Royale High School, and you thought your school was tough. <laughs> okay, da gibt es diese Anime Battle Royale hat ja also so viele Varianten. Da gibt es glaube ich auch mehrere Anime dazu und Manga. Also ja, Makros. Ja gut, Makros. Warte mal, ist Macros in, in. Das ist das, was man in Amerika, was sie in Amerika Robotech genannt haben, oder? Das ist Macros, oder? Ich, ich check das nie so ganz, das mit den, den Amis. Weil das ist so seltsam, wenn du so Bilder siehst und da steht dann Robotech. Ähm, und ich denke mir dann immer so, warte mal, was war denn jetzt Robotech nochmal? Weil Pet Labor war, wurde nicht umbenannt oder sowas, ne? Also Macros hieß in Amerika Robotech. So war das doch, oder? Könnt mich mal. Keine Ahnung. So, äh, also ihr könnt mich mal aufklären. Nicht ihr, ihr könnt mich mal, sondern ihr könnt mir mal aufklären. Äh, Fenster of Minerva. Ah, nicht zu ver verwechseln mit Min Minerva Mink. Kennt jemand noch Minerva Mink? <laughs> das würde mich jetzt interessieren. Äh, das war. Ah Gott. Okay, ich meine, ich kann es ja sagen, ähm, hier Dings, das war einer von vielen Parts aus ähm, Dingens hier. Animaniacs. Animaniacs ist so eine fantastische Serie. Die würde ich auch gerne mal sehen. Das ist so einer der. Es gibt so ein paar Serien von damals in diesem Stil, die fand ich so geil. Ähm, Animaniacs da waren ja auch da war ja auch zum Beispiel Pinky and the Brain und so weiter zum Beispiel mit dabei unter anderem äh, und und ähm, Looney Tunes ist auch erstaunlich gut auch wenn man es vielleicht nicht glaubt äh, nicht nicht Looney Tunes ähm, das mit den Kindern ne, wo Babs und wo dieser pinke Hase und der blaue Hase und die grüne Ente und so wo die Kinder sind das ist aber auch erstaunlich gut das ist gar nicht also das ist das ist auch ziemlich gut gemacht. Das, ist, das hat auch viel Erwachsenenhumor tatsächlich. Äh, ich, ich weiß es noch, ich habe mir das irgendwann noch mal so zu so, so quer gegeben und es war der Hammer. Ähm, und was war da noch? Was war noch ein Übelgut? Äh, hier Dingens. Ähm, Freak is Freakesoid. Freak Läuft in Unterwäsche rum. is freakesoid. Freak gute Bezahlung gibt's, werden sie nie freak halt. -so oh Gott, jetzt krieg ich so, fuh, übel die Nostalgieschube gerade. Oh, das wäre auch sowas. Ich würde so gerne, alle, alle davon, hätte ich gerne in einem Schuber und, und, und einfach machen mal Kaufen's mäß, Kaufen's wir kaufensmäßig, kaufenswürdig. Wir können das gar nicht mehr kaufen, das gibt's nirgendwo. Ich, das sind so Sachen, wo ich mir wirklich denke, Alter, wie lange, wie lange will der Markt eigentlich noch warten? Weil. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn, wenn so Leute in meinem Alter, die damit groß geworden sind, ob die da jetzt, wenn sie 50 oder 60 sind, noch sagen, Mensch, jetzt, jetzt, jetzt kaufe ich aber mir mal, mal meine Animaniacs. So, weiß ich, weiß ich nicht. Also ich frage mich manchmal schon markttechnisch, wie lange die Leute eigentlich warten wa wollen, weil... Es ist, äh, egal, so, sorry, ich bin, bin abgedriftet. Ähm. Sorry. Es äh, ist, ist wegen dem Namen. Äh, Fenster of Minerva. Das sagt mir aber auf jeden Fall was. Das habe ich schon mal in irgendeiner Form mitbekommen. Oh, ich. Oh, uh, mm, mm, okay, ja, ja, ja. Yoma und Bau. Das war das von dem Dings hier. Von dem äh, Anime. Hier, von dem. Äh, das ist basiert auf dem Manga. Von dem Manga-Car von Jojo Bizarre Adventure. Und Xa, oder oder wie das, wie man das ausspricht, das ist so. Ich weiß, ich habe damals, ich habe damals eine Szene gesehen, da sieht man so eine Familie und Mutter, Vater und so weiter, und die Tochter sitzt am Tisch und äh, die, das war so eine Szene, die, die Tochter fragt dann irgendwas, die Mutter dreht sich dann so rum und auf einmal fängt an, sich so das Gesicht aufzulösen und dann kommt so eine hässliche Alien-Monster, what the -f fresse raus. Ähm, und und das ist so, also Respekt. Das ist so hammerkrass dargestellt und gezeichnet und animiert. Holy. Aber es ist so widerlich. Es ist so gar nicht meins. Ich weiß, dass ich damals, ich hab das sehr jung, irgendwie habe ich das mal als Giftbild gesehen und nee, als. Das kam auf YouTube mal so ein so ein Ausschnitt oder so. Und, boah, war das übel. Ich weiß noch richtig, wie mir das so physische Schmerzen in meinem Körper bereitet hat. Das ist immer so, wenn mir was ein bisschen zu nahe geht, dann merke ich so, wie, die, wie mich so die Luft, Luft abschnürt und der, der Brustkorb so ein bisschen drückt und so. Und da merke ich so, oh, mein Körper findet das gerade sehr, sehr ungeil. Und es war so ein Moment. Ich glaube, das war aus Xer 1 oder Xer 2 oder keine Ahnung. Äh, aus irgendeinem Xer auf jeden Fall. Und ich wollte das mal immer angucken und dann hab, weiß ich aber, dass diese Szene existiert und dann habe ich gedacht, na, 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 wenn es dann noch ein paar andere in der Richtung geht, na, 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 na. Ich, ich, manchmal sind es einfach so Sachen, wo du sagst, ich will das nicht nochmal sehen. Oh, das ist halt auch super. Oh mein Gott. Gen, Gen ist natürlich klasse. Kuchibiki, Kuchibiki Balance ist ja der Anime, den die quasi im Anime gucken. Um, das ist super. Das ist so geil, Meta. Und äh, Kuchibiki Unbalanced hat nicht nur quasi so hier so eine Zusatz-OVA oder so bekommen, wo man diese Episode, die die im Fernsehen angucken, tatsächlich auch angucken kann, sondern äh, Kuchibiki Unbalanced hat sogar eine eigene Serie bekommen. Ich will die irgendwann mal thematisieren, weil ich das, ich finde, diesen, diesen, das ist so eine geile Idee. Ich finde, die sollte man einfach mal wieder machen. Irgend so ein Anime in einem Anime zu bringen und dann Quasi diesen Anime In eine richtige Serie umzuwandeln und dann noch mal als eigenständige Anime rauszubringen. Das ist so geil. Ich glaube, in dem Stile gab es das auch nie wieder, oder? Und nicht in dem, also nicht so, dass da jetzt irgendwie gleich eine zwölf-episodige -e eigene Serie draus resultiert ist. Das ist schon interessant. So, dann haben wir hier ein bisschen so, so Sammlerkrams, ne, so von der Seite. Votoms, das ist irgendwie, das ist Mecca auf jeden Fall. AD Police äh, ist ähm, hier aus dem Universum von Bubblegum Crisis. Dann haben wir Bubblegum Crisis. Dann haben wir äh, Bubblegum Crisis, quasi Total Crash, das ist ein Teil davon. Hab noch nie gesehen. Ich habe mir das immer aufgehoben. Ich liebe Bubblegum Crisis. Ich habe mir das immer aufgehoben hier. Total Crash. Weil ich eines Tages richtig Bock habe und dann vielleicht auch noch irgendwann mal äh, AD Police nachhole. Ähm, und dann auch eines Tages werde ich mir auch mal äh, 240 Bubblegum Crisis äh, Tokio hier äh, 240 geben. Auch wenn das natürlich ein bisschen was anderes ist. Man könnte. Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube aber, das ist eher ein Spin-Off, oder? Beziehungsweise, nee, das ist ein Alter, nee, nicht Spin-Off, eine alternative Fassung, ne? Das ist quasi, wir machen noch mal Bubblegum Crisis, aber für moderneres Publikum quasi. Also wir fangen noch mal, das ist ein Reset-Button sozusagen, die Serie. Gewesen. Und die hat aber dafür 26 oder 24 Episoden oder sowas. Kann ich mich noch grob erinnern. Oh, das hier erkenne ich sofort. Das hier ist. Das hier ist äh, Parasite Dolls, was ja so semi angehaucht in der Welt von Bubblegum Crisis irgendwie spielen soll oder A.D. Police, aber, aber, aber so 100% ist es, glaube ich, nicht, ne? Irgendwas war da. Cyber City? Ja, ja, Cyber City, genau, ja, ja, ja. Genau, genau. Dann Silent ähm, Möbius. Hm. Da wollte ich auch mal den Manga von lesen, äh, tatsächlich, weil äh, ich den Mangaka tatsächlich recht gut finde. Der ist ein, ist ein guter, guter, guter Manga K. Äh, dann haben wir Akira. Ich, ich habe Akira noch nie gesehen. Ich, ich, ich sag, also ich weiß 100 Pro, der Akira sieht toll aus, ist Hammer gemacht. Für seine Zeit sieht, kann man heute noch wunderbar gucken. Ist Hammer alles gar kein gar kein Ding, aber ich habe mir irgendwann ich hab mir geschworen, wenn dann möchte ich halt wirklich ich möchte erst den Ani äh, den Manga lesen und möchte dann gucken, wie die Anime Adaption draus geworden ist, weil mich irgendwie dieser Ansatz mehr interessiert, allein schon aus dem Grund, weil sehr sehr viele gerade auch im Westen dieses Erlebnis ja nicht hatten. Die haben ja alle das Erlebnis, die haben Akira geguckt, wussten nicht, dass ein Manga existiert. Der war wahrscheinlich noch nicht mal lizenziert in unserem Lande oder in anderen Ländern, wo man die Sprache versteht. Und, und dann kam irgendwann Jahre, 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 Jahre später erst der Manga. Und dann hat man gesagt, oh, der Manga ist aber eigentlich natürlich geiler, weil er viel weiter geht und mehr Details hat und da da. da. Aber. Ich will, ich will das gerne in dieser Reihenfolge erleben, wenn ich mich eines Tages mal für das große Projekt Akira entscheide. So, dann haben wir hier. Ghost. Nee, hä? Arise? Er wollte gerade sagen, das ist Ghost in the Shell. Na, natürlich das ist Ghost in the Shell. Das ist alles Ghost in the Shell. Okay, der Film, ja. Dann haben wir äh, Ghost in the Shell. Sack. <laughs> dann. Alles Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, Ghost in the Shell. Und. Osamu Tiskas Robotic Angel. Hm. Sehr cool. So, weiter geht's. Da haben wir äh, Project Aiko. Eine von. Ä, 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 ach, das erste wahrscheinlich, ne? Genau. Das, das ist so, so eine alte Filmreihe. Die mit so sehr übertriebenen. Das ist so ein Mädel, die es gefühlt äh, Die hatte halt Superpowers. Und kann ho super hoch springen und ist sau stark und was weiß ich, aber sieht halt aus wie so eine normale Schülerin. Und äh, die krieg hat dann pro Film immer einen Gegner und äh, Situationen. und Ich weiß, ich habe den damals angeguckt und fand den übel nervig, aber ich war halt auch noch ein Kind. Ich glaube, ich wüsste Project Echo heute wesentlich mehr zu schätzen. Allein die Animationen teilweise. Holla, die Waldfee, die sind teilweise richtig fein. Uh, Pad Labor, da haben wir wieder, da haben wir wieder der, den Pad Labor, Das äh, hier, ne? Me me Mechagramm. So, dann haben wir, äh, wie gesagt, Bro Project Echo 1 bis 4. Dann haben wir Project Echo. Was? Ach was? Ah, okay, da geht es noch weiter. Uncivil Wars, okay. Dann Gunbuster 1 und 2. Die Edition habe ich auch. Ich bin stolz darauf, die zu haben weil die in der Form in Deutsch gar nicht so gut erreichbar war, wie man sich das vielleicht hätte wünschen sollen. Dann haben wir Goku, nicht zu verwechseln mit Son Goku, das ist jemand anders. Space Adventure Cobra. Dann haben wir nochmal Space Adventure Cobra, nochmal. Dann haben wir, oh Gott, das kann ich nicht lesen. Ach, das ist Cowboy Bob. Ah, ja, okay, okay. Von Peppermint. Okay, das ist, da habe ich ja die große die große, ja, fast schon ähm, Schallplatten, Riesenverpackung anmutende Edition. <laughs> aber ja. Sehr cool. Aber Bebop, dann haben wir. Oh, Lily Cat. Oh, oh. Da gibt es diese Szene, wo diese Katzen, glaube ich, oder sind es Menschen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber, es sind Katzen, das hat es schlimmer gemacht dadurch. Die, die fallen in so, in so, in so, eine, in so Röhren rein. In so unterschiedliche und unten ist wie so ein wie, wie so eine Klinge die sich dreht also wie so bei einem Mixer unten und äh, da wird ein Knopf gedrückt und dann macht so was und dann siehst du einfach nur noch das das rot äh, spritzen und ähm, das war boah. und Liley cat ist glaube ich auch so da da wird da mutiert irgendjemand mit so Katzen gehen und das sieht auch übel verstörend aus äh, zumindest war das damals so. Ich müsste nicht, wie es heute auf mich wirken würde, aber auch so eine Sache, wo ich sagen würde: ah, nee, 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 also ich bin sowieso auch nicht so der Freund von diesem Gedanken, das ist wie mit die Fliege oder sowas. Wenn so ein Mensch mit einem Tier sich verschmelzt, aber was schief läuft dabei, ich finde den Gedanken so, nee, 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 nee. Nee, soll Tiere Tiere bleiben und Menschen, Menschen, das ist in Ordnung. Aber ich finde, ich finde das so kombinieren, ah. Ich meine, Catgirls sind in Ordnung, ja? Also, ich, ich habe nichts gegen Catgirls. Catgirls... Also, Elon Musk, wenn du das hörst, also, wenn du vorhast, die zu züchten, ich glaube, daran könnte ich mich gewöhnen. Also, das ist legit, das ist schmachbar. Aber alles andere... Also, wenn es jetzt nur so lustige Öhrchen sind und so ein kleiner Schwanz da hinten... Und... und alles cool. Alles cool, gar kein Thema. Aber wenn es dann so... So in die Richtung... Lily Cat geht dann dann dann, dann nicht dann, dann nicht oder Cat. Ähm, The irresponsible Captain Tyler ja und nochmal Tyler okay das ist ja auch so ein Klassiker ne da, den habe ich damals rauf und runter äh, die, die Trailer gesehen dazu so dann haben wir hier ist das Sludgeiverse offen Starblazer Submarine Super 9, 99 oder wie, wie soll man das lesen? Submarine 99, Super? Nee. Submarine, Super 99, Super, Submarine 99. Ja, das, das ist immer so ein bisschen, das ist so die Kategorie, da wird jetzt, da könnte jetzt Flo was zu sagen, weil er liebt das. Wenn man nicht so ganz weiß, wie man es jetzt eigentlich lesen soll, das ist immer geil. Ähm, Arcadia of My Youth, genau, okay. Captain Harlock, Harlock, Harlock. Jede Menge Harlock. Galaxy Expresses. Äh, dann haben wir die Harlock Saga. Hab ich oder hatte ich die mal? Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Äh, dann hatten wir. Da haben wir Gun Frontier. Dann haben wir Space Battleship Yamato. Und. Das kann ich nicht lesen tatsächlich. Das, das kann ich nicht lesen. Ähm, ich, ich muss ja gestehen, also ich bin dem Legi und äh, so gar nicht abgeneigt per se. Aber eine Sache, die es bei mir leider sehr sehr schwer hat, ist, dass ich jetzt nicht unbedingt zwangsweise und ich kann es gar nicht nennen, warum. Es ist einfach, es ist einfach so. Ich bin nicht Zwangsweise der Typ für Science-Fiction, also so für Raumschiffe im Weltall und äh, irgendwelche Geschichten auf Planeten und deren Probleme von den Leuten, so Star Trek-mäßig und sowas. Das ist alles cool und schön und juhu. Aber es war irgendwie nie so wirklich meins. Ich war auch nie der Star Wars-Andy. Das war immer so: Star Wars fand ich cool. Mittlerweile finde ich es nicht mehr cool, aber ich habe damit auch kein Problem, da einfach zu sagen, ja, Star Wars ist nichts mehr für mich, interessiert mich nicht mehr, fertig aus. Seit Disney da seine Finger im Spiel hat, ist es für mich halt echt langweilig geworden und dann und die Serien interessieren mich auch nicht wirklich, also keine davon, nicht mal die, die angeblich hammer toll sind. Das interessiert mich alles nicht mehr. Aber ich habe damit kein Problem, weil ich nie so richtig so so drin war im im Star Wars Ding. Es war einfach irgendwie nie so wirklich so krass meins ich habe es zwar gerne angeguckt und ich fand es auch cool und ich habe mich da schon mal drin also gerade als Kind oder so hatte ich so einen Ordner mit coolen Bildern und so wo man so monatlich kaufen konnte und so äh, alles alles klar ähm, aber so richtig so so wie manche das da so exzessiv sind habe ich gar nicht also wirklich null und ähm, deswegen irgendwie war's da, war es war so Science Fiction oder Science Fiction slash Fantasy war nie so wirklich meins. Aber ich kann aber auch wirklich nicht sagen warum. Es ist nicht so, dass, mich, dass ich das Setting doof finde. Es ist auch nicht, dass ich die Grundidee doof finde oder irgendwelche Sachen. Aber irgendetwas, was ich nicht beim Namen nennen kann, das ist, funktioniert mit mir einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Deswegen tue ich mich sehr, sehr schwer, hier irgendwie nur im Ansatz ranzugehen. Ich will aber auf jeden Fall mal zumindest die Basis. Also das heißt, die Manga, worauf das Ganze hier basiert, das möchte ich auf jeden Fall lesen, weil die sind kürzer im Vergleich. Ähm, trotz, dass die die Originale sind. Gut, das war damals noch oftmals der Fall. Und das, das, das würde ich mir eines Tages mal geben, weil die habe ich ja auch hier. Aber ansonsten Anime technisch. Uh, oh, 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 oh. Okay, das, das ist cool. Okay, das, das ist cool. Astroboy. Das, das, ist, das ist ziemlich cool. Guck mal, jetzt, hier, jetzt haben wir hier Robotech. Was ist Robotech? Ich, ich bin so verwirrt. Es ist einfach... Ich, ich blick das nicht mehr. Sind es Makros-Charaktere? Ich weiß halt nicht mal, wie Makros... Ich kenne von Makros-Charaktere ähm, kenn eigentlich nur diese, diese grünhaarige Idol Dame, die irgendwie diesen Karottensong macht. Nijin da, da yeah, da, 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 da. ne, dieses war ja auch mal eine kurze Zeit ein Meme, ähm, und dann kenne ich noch diese, diese Charaktere, diese Band, die da diese Cyber-Science-Fiction E-Gitarre spielen und diese 80er Jahre Outfits und Looks haben, da so diese Art von Charaktere, ich glaube der eine hat sogar so eine kleine Brille auf der Nase und so, so die, die sagen mir was, die würde ich erkennen, aber die hier, noch nie gesehen, aber wirklich, aber es, So, dann haben wir Monster. Oh, Monster ist halt natürlich äh, geil. Dann Fist of the North Star. Okay, Gona Guy Collection. Natürlich, klar. Das muss ja, das muss ja da drin sein bei dir. Star Blazers. Und nochmal Astro Boy. Das ist äh, die Ultra Collectors Edition. Okay. Ja, Astro Boy ist halt cool. Da, da will ich auch. Ähm, momentan werden die auch wieder nachgedruckt. Ne? Ich, bin, ich bin so in der Versuchung. Die jetzt endlich mal nachzuholen, tatsächlich. Oder zumindest zu kaufen, dass ich, dass ich nicht mehr Angst haben muss, dass die wieder out of print gehen, weil ich, ich liebe Osamotesca-Werke. Die sind so anders einfach, die faszinieren mich. Und ich mag den Artstyle ja sowieso. Okay. Das, das ist jetzt zum Beispiel interessant. Ich fange mal hier an. Nerima Daikon Brothers. Ich bin ehrlich, ich habe. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe das noch nie gesehen. Das sieht definitiv nach Humor aus. Wahrscheinlich sehr überspitzter Humor, wenn ich mal davon ausgehen äh, kann. Es könnte sogar vielleicht das gleiche Studio sein wie hier. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. Am Arztteil erkennt man das jetzt nicht so gut. Aber vom Humor her könnte es ähnlich sein. Aber Nerima Daikon Brothers noch nie gesehen könnte mir wahrscheinlich gefallen, aber noch nie gesehen. Äh, Excellent Saga, ja, dieser der Mangaka hier, der gehört echt mal mehr supportet, also generell mehr 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 lizenziert. Wir haben hier im englisch äh, im deutschsprachigen Bereich tatsächlich einen Manga von dem Mangaka. Ähm ich komme nur auf den Namen nicht. Kam aber bei Panini raus. Ich, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht. Es ist, es, mein Gehirn ist nicht allmächtig. Hat ähm, das irgendwas mit Death, Deathless? Kann das sein? So, vielleicht habe ich es doch. Egal, vielleicht war mein Gehirn doch ganz gut gerade. Auf jeden Fall, das ist vom gleichen Mangaka wie von excel -Saga, was sehr interessant ist. Und ich finde, der Mangaka. Also, Excel-Saga existiert ja als Manga. Das, das, das verstehe ich einfach nicht, warum wir damals ist, ist, so viele sch schöne Sachen an uns komplett vorbeigegangen. Die sind einfach. Und in der heutigen Zeit ist es halt so: es wird ja immer schwerer, irgendwas Altes zu bekommen. Und wenn das jetzt nicht gerade super bekannt ist, hast du da gar keine Chance. Einen excel sager werden wir nicht bekommen. Na dass sowas wie Slam Dunk oder sowas kommt, da, da wundern sich die Leute manchmal und ich denke mir nur so, okay, Slam Dunk ist schon cool, dass es rauskommt, aber es ist jetzt auch nicht super unbekannt oder nischig, weil es ist gerade durch irgendwelche Tuber oder sowas ist es nochmal enorm bekannter geworden und dann macht es auch Sinn, dass dann auch ein deutscher oder englischsprachiger Verlag sagt, komm, das schnappen wir uns jetzt, so und das hauen wir da noch mal raus, weil da haben sehen sie so oh da Potenzial, aber wenn die da nicht sehen oh da, da, die Leute reden nicht über den Akt, da ist kein neuer Anime draußen oder sonst was, äh, dann, dann machen die das nicht, dann trauen die sich das nicht, dann, dann wird da passiert da nichts und das ist halt super schade und gerade Saga traue ich so sehr hinterher, weil ich habe den Anime damals geliebt, der ist absolut oben drüber super geil, der zu so parodieren, da ist quasi in jeder Episode äh, quasi wird ein also nicht in jeder, aber in fast jeder Episode wird ein eigenes, ein neues, eigenes Genre entwickelt sozusagen beziehungsweise imitiert. Das heißt, die eine Episode ist ein Sport-Anime, dann ist die andere Episode ein Edgy-Anime, dann haben wir in der anderen Episode ein, ein, ein Romance-Anime und ein Shoujo-Anime und ein Mecha-Anime und ein Horror-Anime und ein FSK-18-Anime und, FSK und, und lauter so Sachen. Das geht am laufenden Band, bis die Episoden durch sind. Das ist so eine geile Art der Parodie. Der Manga tatsächlich ist nochmal, mal tatsächlich noch mal einen Ticken anders. Der Mangaka hat bewusst gesagt, ich will den Anime weil wegen diesem Parodiegedanken noch mal anders inszenieren. Das ist so das ist beeindruckend. Das sieht man diesem Werk nicht an, aber das ist ein absolutes Brett. Und äh, Punipunipoemie Poemie ist mehr oder minder ein Spin-off. Das in der Welt von Excel Saga spielt. Und Pony, Pony Poemie ist auch absolut over-the-top. Da ist alles drin. Mecca, äh, ähm, Magical Girl, äh, Edgy, Slapstick, Beleidigung, <laughs> unerwartete, äh, so ein auf Pseudo-Kinderserie machen, aber dann irgendwie die übelsten Beleidigungen raushauen und lauter so. Es ist absolut stumpf, dumm. Ich liebe es. Pony Pony, Pony, Pony habe ich Ich weiß noch, dass ich das damals, die OVA habe ich damals rauf und runter geguckt. Äh, Im Internet habe ich die irgendwo gefunden damals. Äh, habe ich rauf und runter geguckt. Das war richtig geil. So. Ja, da haben wir hier noch die Göttin der 100 oder 1000 Jahre. Ne? Ist das die deutsche Version jetzt eigentlich? Ja, die Königin der 1000 Jahre. Ist die deutsche Version? Oh, die sieht so schön aus. Mensch. Die wollte ich mir ja auch irgendwann mal holen. Aber ja, es ist bisher jetzt offensichtlich noch nicht dazu gekommen. Weil, wie gesagt, auch gerade dieses Jahr will ich mich mal ein bisschen zügeln und mal ein bisschen low machen. Und... Äh, Kollateralschaden wird es da jetzt halt immer geben, aber damit muss ich jetzt halt einfach leben. Ich kann auch nicht alles besitzen und nicht konsumieren, ne? Da muss ich auch einfach mal Sachen, die ich habe, konsumieren. <laughs> das ist vielleicht auch mal eine Idee. Ah äh, ja. Die Leiden des jungen Sammlers. Ähm, Street Fighter 2, The Movie und die normale vier Episoden OVA. Ja. Ich, ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Street Fighter Fan. Kein, nicht, nicht nie gewesen. Bin's immer noch nicht. Ich, ich kann mit Street Fighter irgendwie nichts anfangen. Das war nie mein, mein way to go. Also, wenn ich die Auswahl hätte, also generell bei so Fighting Games, ne? Bei so Fighting Games bin ich sowieso so ein bisschen so der, der Seltsame, sage ich mal, ne? Während die Leute so voll auf. Street Fighter und Tekken geschworen haben und da haben sie sich da quasi alles gegeben, war ich halt in dem Bereich. Ich habe äh, damals ähm, Tensai Sacred Fist gespielt für die PlayStation 1. Das ist jetzt bei weitem kein grandioses äh, Fighting Game, aber ich habe es geliebt. Äh, dann natürlich ganz klar Soul Caliber. Soul Caliber 2, Soul Caliber 3. Hammer und äh, natürlich ganz klar Dead or Alive das 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 waren meine das waren meine Tops ähm, später kam dann auch äh, also fast vergessen äh, Bloody Roar noch aber das sind jetzt alles eher so Sachen wo man wenn man jetzt so bei richtigen richtigen Fans vom Fighting Games so sagt ah, ja ich äh, mag Dead or Alive dann äh, wird nur ge geschmunzelt weil das Kampfsystem nicht so krass und deep ist wie in wie in äh, Tekken oder Street Fighter und Bloody Roar ist glaube ich Eh generell unbekannt und Sol Caliber ist halt für die meisten maximal ganz nett. Und für mich war das, äh, gerade Bloody Roar ist halt so vom Konzept her so geil. Und da haben wir es wieder, was wir vorhin hatten, so, so Menschen, die dann äh, zu Anthropen sind, also quasi sich in Monster Tiere verwandeln können, so ausbrechen, so boah, sich verwandeln und dann da in dieser monster -Tier form sozusagen äh, quasi weiterkämpfen. Super cool. Ich liebe das Konzept einfach. Um, sehr zu empfehlen by the way wenn ihr mal Bock hat für ein coolen cooles Fighting Game zwischendurch und ihr habt ein Gamecube oder eine Xbox da gab es äh, Bloody Raw Primal Fury oder Bloody Raw Extreme hieß glaube ich die Game äh, Xbox Variante Hammer Hammer gute Sache oder für die PlayStation 2 gab es auch Bloody Raw 4 hieß es glaube ich ja war nicht mehr ganz so gut, aber ist auch noch kann man auch mal sich noch geben. Ich, ich bin plädiere immer für diese Spiele. Aber ja Street Fighter, ich ich, 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 ich hau jetzt noch mal, ich hau einen richtigen Hot Take raus. Ich fand King of Fighters immer ein bisschen besser, wenn es um diese 2D-Spiele geht, von diese alten 2D-Spiele. Und ich fand Mai auch immer wesentlich hotter. Als Chun-Li. Chun-Li habe ich nie verstanden. Nie. Bis heute nicht. Klar, natürlich gibt es irgendwelche äh, Art, äh, Künstler, die das richtig nice zeichnen können. Dann, dann, dann sehe ich es auch ein. Aber so generell. Chun-Li? Na, 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 na. Na, na. Da war ich immer, da war ich immer King of Fighter äh, Team Mai. Eindeutig. Eindeutig. Da, da gibt es äh, gar keine zwei Meinungen. Und wenn wir von 2D-Fighting-Games äh, sprechen, dann war ich immer im Team äh, Guilty hier. So. Vor allem die, die eine Blonde, die immer ihre Haare als Waffe benutzen konnte. Das finde ich so ein geiles Konzept. Ich liebe es. So. Und die, die eine Hexe, die nur e mit der E-Gitarre kämpft. Das so geile, geile, geile Charaktere. So. Äh, dann haben wir hier The Devilman. Ja. Die Classic Collection 1 und 2. Die habe ich auch. Ja, es ist halt auch leider so ein ekliger Hardcover-Batzen. Sieht zwar cool aus als so eine Sammlung, aber ich, mir macht das einfach keinen Spaß zu lesen. Ich, ich drücke mich so sehr vor diesen Editions leider. Ich will natürlich Devilman lesen, ey, ich habe richtig Bock drauf, aber es ist wirklich. Ich muss wirklich so ein bisschen in so einer leicht masochistischen Stimmung sein, dass ich sage. Komm, jetzt tue ich mal diesen, diesen fetten, schweren Dinger da irgendwie auf meinen Schoß oder auf den Tisch und lese so. Aber so richtig geil finde ich das Feeling halt nicht. Das ist aber, ist aber ein Ich-Problem, definitiv da. Das ist keine, da gibt es keine zwei Meinungen. Aber das ist ja das, was, ich weiß gar nicht, ob Dave mir das mal so privat geschickt hatte, so als Bilder. Und das war das vielleicht auch, das kann sein. Aber ich finde das hier so cool. Das ist so ein cooles Cover. Und es scheint scheinbar hier so ein, so ein Horrormanga zu sein von äh, Gonagai. Das ist so ein cooles Cover. Mega. Uh, okay, da geht's noch ein bisschen weiter, Black Magic. Äh, ich muss ein bisschen schneller machen, glaube ich. Äh, Mazinga, Mazinga Z Mazinga, das ist auch wieder das ist so ein sehr alter. Ich glaube, das ist ein Gonagai, ne? Ja, ein gonagai äh, mecha anime Dann haben wir Kamasutra. Das ist sogar, ähm, das ist erstaunlich lustig. Ähm, das, das ist nicht das, wonach es wirklich klingt. Also, es gibt schon explizite Szenen, aber das ist überwiegend Klamauk. So habe ich es zumindest in meinem Kopf abgespeichert. Dann haben wir Keiko Kamen. Ach, diese ganzen Kamen-Sachen da. Muss gestehen, da war ich jetzt nie so wirklich der Fan von. Äh, Cutie Honey. Und Cutie Honey... Aber es ist noch die alte Version. Okay, das ist eine andere Ver Version. Es gibt ja noch dieses re -Cutie Honey. Das fand ich, äh, von. Ich glaube Studio Trigger, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, das fand ich so absurd geil. re äh, Cutie Honey war richtig nice. Das ist QD äh, Honey Universe. Okay. Also das ist hier jetzt auch alles äh, Gonagai. Deswegen war das vorhin jetzt auch Gonagai. Das macht irgendwie Sinn. Ja, das ist dann auch Gonagai. Ja, ja, ja. Also es hat sich in meinem Kopf nur nochmal bestätigt. Äh, Demon Lord Dante, wieder Devilman, dann, dann eine japanische Fassung, dann haben wir wieder Devilman, nochmal Devil, nee, Devilman, Devilman Lady. Das ist halt auch so ein blöder Name irgendwie, ne? Da könnte man, hätte man auch Devil Lady oder sowas sagen können, aber Devilman Lady klingt halt, das ist so seltsam. Aber man wollte wahrscheinlich einfach da sagen, ey, das, nicht, 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 nicht äh, irritiert sein, Devil, das Devilman-Franchise, Lady Devilman, Lady. Keine Ahnung. Das ist irgendwie. Ich, ich verstehe, warum sie es machen, aber es klingt dumm. <laughs> irgendwie. Äh, dann habe ich wieder Robo Getter, Getter Robo. Getter Robo ist nochmal was anderes als Mazinga, genau. Ne? Ja. Ein ähm, bisschen was weiß ich. Äh, Genos Cyber, Black Lion. Okay. Und ein You You Are Under Arrest. aha, die cool. Okay. Das hat auch ein paar richtig krasse ähm, Szenen drin. Gerade so diese, diese Auto-Verfolgungsszenen, wo sie da mit dem kleinen äh, Polizeiwagen äh, quasi auf Verfolgungsjagd gehen durch diese engen Straßen. Das ist so eine geile Szene. Richtig gut. So, dann haben wir hier noch scheinbar, ich bin, es sieht nach einem Artbook aus, ne? Bon, Bondage, Bondage. Ne? Also das gebundene Alter. weiß natürlich, was es hat. Äh, Co Collection. Das ist. Muss ich jetzt gestehen? Das ist jetzt auch wieder so. Das ist, sind ja auch wieder so diese Gefilde. Ich. ich nicht meins. Also es ist so, so. So. Gebundene. Es ist so ein gebundenes Alter. Nicht so. Nicht so mein Ding. Aber. Fairerweise muss man sagen, das Cover sieht nice aus. Und gegen dieses glänzende. Lederding habe ich generell nichts. Ich mag nur das, das, das so das Ganze. Also ich mag das weder in der Fantasie noch, also noch erst recht in der Realität. Das ist gar nicht meins. Ähm, könnte ich, könnte ich jetzt, würde ich jetzt nicht so fühlen. Und das letzte Bild. Äh, dann haben wir es glaube ich durch. Hi. Und das ist noch mal Devilman Lady als Manga. Was hat der? Der hat 17 Bände. Willst du mich was? Warum hat, warum hat Devilman Lady mehr Bände als Devilman selber? Okay, ich meine, ich, ich habe eine Vermutung. Vielleicht macht es auch mehr Spaß, eine, De eine Devil Lady oder wie sie heißt, äh, zu zeichnen. Off, off, offensichtlich. Aber ja, das, das ist sowas, zum Beispiel ist es auch so schade, ne? Wir kriegen Devilman. Und Devilman verkauft sich super. Und was macht der Verlag dann? Nix. Er macht nichts mehr. Er macht einfach nichts mehr. Auch diese, diese Classic Collections. Ist einfach. Man hört nichts mehr davon. Als, als wär's das jetzt gewesen. So. Das ist so schade. Sowas müsste man dann weiterhin noch rausbringen. Dann hau die Devilman Lady noch raus. Und dann haut dieses ganze Devilman-Franchise raus. Also, gerade in der Zeit, wo dieses ähm, Devilman Crybaby so ein großes Ding war, hätte man, die, hätte man den Mist melken sollen ohne Ende. Es ist so traurig. Und da haben wir noch Masamune äh, Shiros äh, Artbooks wahrscheinlich. Nee, warte mal. Nee, Apple Seed ist es. Okay, äh, Apple Seed. Okay, ja, yeah, okay, okay. Ähm, Masamune Shiro ist natürlich der Erfinder und Mangaka hinter äh, Ghost in the Shell. Für die Leute, die es nicht wissen. Jo. Ja, ähm. Hammer. Es sieht auch, finde ich, von der Farbgebung her cool aus, die Bände und so. Sehen nice aus. Okay, das äh, war's. Ich denke, ich habe meinen äh, mein Soll erfüllt. Ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Rückmeldung freuen. Und ansonsten sage ich, diesmal 100 Pro, ohne, gelo ohne euch anzulügen, das ist 100 nicht der Fall. Das war's. Das war die letzte Episode für eigentlich letztes Jahr schon, wenn man so drüber nachdenkt. Aber ja, für den äh, die Ära, die neunte Ära, war es die neunte, oder? die aktuelle Ära auf jeden Fall, von eure Schätze. Ende des Jahres denke ich, werden wir wieder eine neue Saga starten, aber bis dahin wünsche ich euch noch einen wundervollen Aufenthalt in der Maison Manga. Ich bin euer René und ich sage wieder einmal, ciao. Bye-bye, bis zum nächsten Mal und tschüss.